Diese Folge wird präsentiert von On. Performance-Laufschuhe aus der Schweiz. Weiche Landung, explosiver Abstoß. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. 30 Minuten am Tag. Du hast danach 23,3 Stunden Zeit, faul zu sein. Wenn du dich 30 Minuten am Tag bewegst, angemessen, profitierst du schon so. Und mit Mike Kleiss. Ist das wirklich das beste Mittel, um die Corona-Wampe wieder loszuwerden? Und wenn, dann auf welche Art und Weise? Die Idee, die dahinter steckt, nämlich einfach loszulaufen, ist ja erstmal eine positive. Lieber Alex, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die erste Folge ist im Kasten. Die zweite Folge ist eine, die wir lange besprochen haben und die den einen oder anderen betrifft. Im Stern gab es da nochmal eine relativ lange und große Titelgeschichte zu, nämlich zum Thema Corona-Wampe. Und was man dagegen tun kann, laufen ist da natürlich ein ganz gutes Mittel. Und das soll so ein bisschen unser Thema sein. Die Deutschen haben ganz schön zugelegt im Corona-Jahr und zwar überproportional viel. Und das ist, glaube ich, einfach auch relativ schnell erklärbar. Ich meine, bei Frauen zumindest, denn die rennen ja nur und bei Männern, wir laufen ja nur und bei Habe ich dich verwirrt jetzt? Du hast mich verwirrt, ja. Weil was ihr nicht sehen könnt, ist, dass wir dann uns sehen können, Alexandra und ich. Und genau, nein, das stimmt natürlich nicht. Es ist ja auch völlig unabhängig, ob Mann oder Frau. Aber Fakt ist, dass ja beide, glaube ich, zugenommen haben, oder? Gibt es da Erhebungen, die was Unterschiedliches sagen? Nein, es gibt keine Erhebung, die was Unterschiedliches sagen. Die sagen erstmal alle, wir haben zugelegt, weil wir uns weniger bewegen, weniger trainieren. Die Fitnessstudios haben zu. Wir haben alle zugelegt. Wir essen auch mehr, weil wir zu Hause eben die schönen Süßigkeiten vielleicht auch ein bisschen greifbarer haben als im Büro. Das kommt auch noch dazu. Es gibt eine Zahl aus Deutschland, die ist aber noch sehr, sehr früh gewesen. Vergangenes Jahr von April bis August hat jeder Deutsche im Durchschnitt 1 Kilo zugenommen. Heute aus den USA habe ich gerade die Zahl gelesen, dass es mittlerweile ungefähr Pi mal Daumen 500 Gramm sind, die man pro Monat Pandemie jetzt hier so zunimmt. Pro Monat? Pro Monat. Also wenn wir jetzt ein Jahr sagen, sind es 6 Kilo im Durchschnitt. Okay, das ist schon eine Hausnummer. Kann man machen. Kann man machen. Da wird die Hose dann schon ein bisschen enger. Definitiv. Und ja, das ist echt ein Problem. Die Hälfte der Frauen sagen, sie merken das. Und bei den Männern sagt es ein bisschen weniger. Ein Viertel der Männer sagt es. Woran das liegt, weiß ich allerdings nicht. Das habe ich auch kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kenne aber aus einer anderen Geschichte, dass Männer statistisch länger verleugnen, dass sie ein Übergewichtsproblem haben als Frauen, und zwar deutlich länger. Woran das wohl liegt? Keine Ahnung. Also gibt es eine Erklärung? Eine wissenschaftliche? Es ist ein Phänomen. Es wird beschrieben. Auch Ärzte sagen Männern später, dass sie zu dick sind. Frauen kriegen ganz früh gesagt, hey, deine Figur, achte mal ein bisschen drauf. Statistisch bekommen es Männer von ihren Ärzten und ihrem Umfeld viel später gesagt. Das finde ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Bei Männern muss dann schon richtig der Blutwert außer Rand und Band sein und der Blutdruck nicht mehr ganz okay sein, bevor da mal einer was sagt. Deswegen haben Männer auch im Durchschnitt viel mehr Übergewicht als Frauen in Deutschland. Und ich glaube, Frauen geben es auch eher zu, dass der Arzt was gesagt hat, als Männer es zugeben. Wir Frauen zweifeln ja auch mehr an uns. Ist auch ein Phänomen, aber das ist ein weites Thema, wenn wir das jetzt aufmachen. Das ist aber ein schönes Thema, das würde ich ja gerne mal ausrollen über diesen Corona-Wampen-Podcast, Lauf-Podcast heute, die Folge heute. Nein, aber Spaß beiseite. Also Fakt ist, wir können festhalten, wir sind wahrscheinlich statistisch alle etwas massiger geworden im Corona-Jahr. Auf der anderen Seite haben das aber auch viele gemerkt, dass die Fitnessstudios zu haben, haben sowieso viele gemerkt, die sich angemeldet haben, weil sie nicht mehr reinkamen. Aber die Frage war auch, wie komme ich denn dann eigentlich in meine Bewegung? Beziehungsweise wie kriege ich denn dann das Level hin, das ich sonst immer habe oder dass ich zumindest nicht ganz verfette. Und viele haben sich eben Laufschuhe gekauft und eine Hose und eine Jacke und sind losgelaufen. War sicher auch eine gute Idee, erstmal grundsätzlich was dafür zu tun. Die Frage ist nur, ist das wirklich das beste Mittel, um die Corona-Wampe wieder loszuwerden? Und wenn, dann auf welche Art und Weise? Die Idee, die dahinter steckt, nämlich einfach loszulaufen, ist ja erstmal eine positive. Die ist total positiv. Und wenn ich vorher im Fitnessstudio war und da vielleicht schon ab und zu mal auf dem Laufband gestanden habe und regelmäßig mein Kardiosystem trainiert habe, ist alles fein. Das ist nur nicht bei der Mehrheit der Leute so. Und dann gibt es auch noch eine zu große Erwartung daran, wie sehr uns Lauftraining hilft beim Abnehmen. Lauftraining, kann man per se sagen, macht uns verdammt gesund. Das kann man schon mal sagen. Aber um wirklich abzunehmen, muss man ganz schön viel laufen.
Um ein halbes Kilo abzunehmen, müsste man pro Woche 56 Kilometer schnell laufen. Um ein halbes Kilo abzunehmen, müsste man 56 Kilometer pro Woche. Das ist ja, wenn man schwierig. Rennt, geht es schneller. Okay. Okay, dann sind es vielleicht 40 Kilometer, aber wesentlich passiert da nicht. Du machst das Laufen ist für deine Gesundheit und um dein Gewicht zu halten. Also du kannst vielleicht dir ein oder andere Kalorie mehr gönnen, aber du darfst danach nicht die Tafel Schokolade verdrücken, dann bleibst du nämlich genauso bei der Corona-Wampe. Aber worauf du ja hinaus wolltest und was ein wichtiges Thema ist ja dieser Start, wie fange ich an? Und da braucht es Anleitung, weil viele eben nicht direkt aus dem Fitnessstudio gerade anfangen zu laufen, sondern vom Fahrradfahren kommen vielleicht und oder auch gar nicht sportlich waren, sondern einfach das Gefühl haben, jetzt sitze ich so viel zu Hause, jetzt muss ich mal raus, was kann ich denn noch machen? Was bleibt denn noch, außer rausgehen und da sind so schöne Schuhe und so schöne Klamotten, jetzt gehe ich mal laufen, das kann ich doch ganz einfach. So einfach ist es aber nicht. Nee, so einfach ist es nicht. Und ich glaube auch, dass es eine gute Idee ist, sich vielleicht vorher mal, das ist das, was mir so ein bisschen gefehlt hat in der Beobachtung von vielen Läuferinnen und Läufern, die angefangen haben oder augenscheinlich angefangen haben, dass sie wirklich auch mit schlechtem Material unterwegs waren am Anfang. So nach dem Motto, da haben wir in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, Hauptsache laufen und Hauptsache irgendwas und irgendwie und wir, das wird schon irgendwie passen, kann ja so schwierig nicht sein, ist es auch nicht, weil wir Menschen ja auch dafür gemacht sind, zu laufen, was wir vielleicht dann aber auch zu wenig tun in der letzten Zeit. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du vielleicht einfach auch so ein paar vorgelagerte Dinge tust, um sicherzugehen, dass du überhaupt laufen kannst und vor allen Dingen gesund laufen kannst. Und was ich gesehen habe, waren zum Beispiel Menschen, die augenscheinlich die allerältesten Laufschuhe irgendwo aus dem Keller wieder rausgezogen haben und irgendwelche Klamotten angezogen haben. Ich habe teilweise Leute gesehen in Daunenjacken im Winter, die sie normalerweise so zum Spazierengehen anziehen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und aber auch relativ zügig unterwegs waren, was dazu geführt hat, dass sie nicht allzu weit kamen, komischerweise. Also viel zu viel und viel zu schnell losgelaufen sind. Auch so ein typischer Fehler, den ja viele machen. Vollgas zu geben und dann zu merken, oh, nach 2 Kilometern spätestens ist die Puste weg und dann höre ich auf und man ist so gefrustet, dass man das vielleicht dann auch nicht mehr wieder tut. Das sind so kleine Fehler, auf die wir vielleicht gleich nochmal angehen können oder Dinge, die man vielleicht besser im Griff haben kann. Viel wichtiger finde ich eigentlich das, was vorgelagert ist, nämlich einmal komplett zu gucken, ist mit meinem Körper eigentlich alles in Ordnung? Ist da alles so, dass man ohne Angst haben zu müssen wirklich auch ja, längere Strecken laufen kann. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch immer, und das habe ich auch damals gemacht, vor 10 Jahren gemacht, das mache ich regelmäßig, einmal kompletten Check. Und zu dem kompletten Check gehört eben nicht nur einmal kurz vom Arzt abhören lassen, sondern da gehört für mich zumindest auch mal ein Herzecho dazu. Das heißt also per Ultraschall zu gucken, sind die Arterien frei, ist da alles in Ordnung, ist das Herz in Ordnung. Bis hin auch zu einer Atemgasanalyse, um mal zu gucken, wo ist eigentlich meine Herzfrequenz? Wann nehme ich ab? Wann komme ich in den Bereich, wo ich vielleicht eher Muskeln aufbaue? Wie und wann tut mir was gut? Oder aber auch ein Leistungs-EKG zu machen, um mal zu sehen, wo stehe ich eigentlich? Wie ist mein Körper eigentlich gerade aufgebaut? Und wie viel Körperfett habe ich? Also es gibt so ein paar Parameter und das ist gar nicht so unteuer, weil man vielleicht im ersten Schritt, und das ist auch so ein bisschen stupid, dass viele Krankenkassen das nicht übernehmen, nur bis zum gewissen Punkt zumindest, dass man da in seinen Körper vielleicht einfach, bevor man in Laufschuhe investiert, bevor man in Gear investiert, in Uhren oder in eine, dass man da einfach mal so 300-400 Euro oder auch mal 500 Euro dahin investiert, wo es hingehört, nämlich in die Gesundheit, um zu gucken, auf welchem Stand bin ich. Was denkst du? Total richtig und wichtig, weil es ja die Gefahr ist, dass jeder laufen kann, aber es sollte eben einfach mal drauf geschaut werden, bevor man es tut. Dein Hinweis, das könnte Geld kosten, es ist aber gut investiertes Geld. Mittlerweile immer mehr Krankenkassen bezahlen es. Ich habe jetzt gesehen, meine Krankenkasse hat es jetzt auch eingeführt, es zählt sogar zu so einem Bonusprogramm. Wenn du das machst, kriegst du Punkte und kriegst sogar noch was gutgeschrieben. Zum Beispiel was habe ich kürzlich bekommen? 10% Gutschein für einen großen Sportartikelhersteller, wenn ich diese Untersuchung mache. Fand ich irgendwie gut. Okay. Es gibt so ein paar, du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet. Man sollte eigentlich jeder über 35, der länger keinen Sport getrieben hat und jetzt plant, laufen zu gehen, sollte sich untersuchen lassen.
Auch wenn du der BMI über 30 hast, ist auch ein Faktor, wo man sagt, da solltest du mal drauf schauen lassen. Wenn du X- oder O-Beine hast, ebenso. Und das sind sogenannte sportärztliche Untersuchungen, die du machen solltest. Viele Krankenkassen übernehmen das mittlerweile. Du solltest die Belastungs-EKG, wie gesagt, machen mit Blutdruck, die Lunge anhören lassen, und auch so ein Lungenvolumen kann zumindest für die Erstellung eines Trainingsplans sehr sinnvoll sein, damit du eine klare Anleitung hast, wo stehe ich, wo will ich hin. Die Blutfette anschauen lassen, Entzündungswerte, Harnsäure, Urinstatus, und dann kann man daraus auch sehen, du bist gesund, da ist nichts Verstecktes. Diese klassische Fall, jemand fällt tot um, wenn er Sport treibt, wird da nicht passieren, weil im Belastungs-EKG sieht man das, ob das Herz irgendein Problem hat, was man bisher im Verborgenen geblieben ist, weil es nie ausgelastet wurde und nie an die Grenze gebracht wurde. Und dann kann man echt guten Gewissens einfach loslaufen. Das ist ein Tag, den man sich mal nehmen muss, 2-3 Stunden Sportmediziner finden, der das macht. Sportmedizin ist gut und wichtig, wenn man das sich dafür entscheidet, das zu machen, weil die einfach auch dann darauf basierend, die einen Trainingsplan erstellen können, der dir am Anfang sehr, sehr hilfreich sein kann. Weil die Mehrheit der Deutschen hat sich ja in den letzten Jahren fast nicht bewegt und wenn überhaupt zu wenig bewegt. Das ist ganz eindeutig, und wenige Sporterfahrung gemacht. Und da ist es einfach so viel, was man an Krankheiten entwickelt haben kann, die bis dahin verborgen waren, die einem dann echt ein Problem machen können. Und genau diese Krankheiten sind es ja auch, die so versteckt sind. Das finde ich immer das Fiese. Manchmal merkt man sie gar nicht so richtig, und wir reden immer oft davon, also nee, das stimmt gar nicht, ich muss revidieren. Frauen, die laufen, reden oft davon, dass man auch auf das Bauchgefühl und auf das Körpergefühl hören sollte. Wir Männer, die eher rennen, sagen, ja, habe ich schon mal von gehört, ist aber auch jetzt sehr Klischee, merke ich gerade, aber es ist tatsächlich auch oft so, dass wir natürlich auch schon was merken, wir als Männer, und rennen aber trotzdem weiter. Frauen sind da cleverer und merken und spüren vielleicht dann doch eher mal, dass es Zeit ist, einen Gang rauszunehmen. Hilft aber alles nichts, denn ich glaube, das eint uns, wir können nicht in unseren Körper hineingucken, und das kann in der Tat wirklich nur ein Arzt. Und das gilt nicht nur fürs Herz, sondern das gilt letztendlich auch übrigens vielleicht auch mal bei einem Orthopäden vorbeizugucken, der sich nämlich erstaunlicherweise anschauen kann, wie ist es eigentlich um euer Gerüst bestimmt? Wie ist eigentlich eure Körperhaltung? Wie ist die Beinhaltung? Wie ist ja letztendlich auch so der Bewegungsablauf? Wie sieht es mit den Knien aus? Der kann einfach mal an ein paar Punkten, wenn die gut sind, drücken. Es gibt auch Sportmediziner übrigens, die auch gleichzeitig Orthopäden sind, die schon auch wissen, worum es geht und an welchen Stellen man mal so nachkontrollieren muss. Und wer ganz verrückt ist, der kann sogar, es gibt es immer mehr, sogenannte Bewegungszentren, wo ihr verkabelt werdet. Das heißt also auch von Kopf bis Fuß. Und ihr lauft eine kurze Strecke und das wird aufgezeichnet. Das muss man mehrmals machen. Und ausgespuckt wird ein 3D-Männchen von euch. Und anhand dieses 3D-Männchens könnt ihr sehen, wo, oder beziehungsweise kann der Experte dann sehen, oder der Orthopäde, wo, an welcher Stelle kippt die Hüfte wo ab und wie ab. Wie ist eure Schrittlänge, wie sieht es mit dem Knieapparat aus und so weiter. Also das Gebäude dann nochmal im Detail anzugucken. Das ist auch eine Angelegenheit, die so roundabout 300-400 € kostet. Und das ist aber etwas, wenn man so ganz sicher gehen will, dann hätte man vielleicht summa summarum, wenn ich jetzt mal komplett überschlage, vielleicht, naja, 600-800 € auf der Uhr, was wirklich viel Geld ist, um mit einem Sport zu starten. Da kommt man fast dann schon in so einen Tennisbereich rein, wobei ich glaube, jeder, der Golf spielt, würde sich wahrscheinlich kaputt lachen über 800 €. Dann ist es immer die Frage, wofür investiere ich mein Geld? Aber könnte das vielleicht noch ein Zusatz-Add-on sein, bevor ich überhaupt dazu komme, an meiner Corona-Wampe zu arbeiten? Du hast ja in der ersten Folge gestanden, dass du stolzer Besitzer von 100 Paar Schuhen bist. Laufschuhen. Boah, darauf werde ich jetzt so festgenagelt. Darauf wirst du jetzt festgenagelt. Wenn wir sagen würden, du würdest auf 6 bis 7 Paare verzichten zugunsten deiner sportärztlichen Untersuchung, ist doch alles fein. Ja, das ist auch jenseits dessen. Ich schäme mich ja auch ein bisschen, ist ja in Ordnung. Ist okay, ich werde es dich spüren lassen, keine Sorge. Ja, ja. Ich gucke mal auf eine von den 3 Uhren. Genau. Aber jetzt Spaß beiseite, du hast natürlich recht. Es ist wichtig, auch die Muskulatur anschauen zu lassen. Das kann ein guter Sportorthopäde. Am besten findet man einen, der selber Läufer ist oder eine, die selber Läuferin ist, weil die weiß, worauf man achten muss. Das ist perfekt, wenn man sowas hat. In Hamburg mag das vielleicht leichter sein als auf dem Land.
Und die können sich anschauen, sind da Disbalancen entstanden durch unser vieles am Tisch sitzen, an schlechten Schreibtischen sitzen, ja jetzt auch im letzten Jahr, der Nacken verkümmert, hier eine Sehne kürzer geworden, die Hüfte nach vorne gekippt, weil der Hüftbeuger einfach täglich 12 Stunden in einer vorgebeugten Haltung sich befindet. Wo kann man da, bevor man losläuft, dehnen? Wo kann man da eingreifen? Wo sieht man schon Punkte? Da musst du ein bisschen aufpassen. Da ist muskulär zum Beispiel der Oberschenkel nicht ausreichend in der Lage, die Stöße eines Laufens zu stoppen. All dieses kann ein guter Sportmediziner schon erfüllen und sehen. Aber natürlich, wenn man das Geld hat und investieren möchte und gut investieren möchte, ist so eine Vermessung absolut richtig und wichtig. Kann ich nur jedem raten, der sich's leisten kann. Absolut. Und wenn es jetzt um die Corona-Wampe geht, kann man verrückterweise, wenn man das jetzt ganz genau wissen will, natürlich auch nochmal eine Körperfettanalyse machen. Und dann, das ist allerdings sehr hart. Da muss man dann wirklich sehr stark sein, um das auszuhalten. Manchmal, also es geht mit der Variante einmal mit dieser Körperfettzange, da wird ganz fies dann, ja, diese Zange dann irgendwie an die Rollen gehalten, wenn man sie denn hat. Oder aber man macht es dann tatsächlich auch mit einer richtigen Messung und ja, das können aber auch Sportärzte sehr gut leisten. Was ich aber auch wichtig finde in dem Zusammenhang ist, tut es euch nicht an. Also nicht das Laufen oder das Rennen, sondern tut es euch nicht an, in schlechten Sachen zu laufen. Und auch wenn Alexandra Kraft sagt, erstaunlicherweise habe ich gerade bei Männern in der letzten Zeit gesehen, dass sie so tolle Laufklamotten haben. Bei Frauen ist es eher anders, die laufen auch mit ihren alten Lumpen rum. Es ist schon auch eine gute Idee, aus diversen Gründen, ich sag mal, Laufklamotten zu haben. Aber ich meinte ja nicht Daunenjacken, Vorsicht. Daunenjacken sind keine Laufklamotten, da bin ich bei dir. Gut. Überhaupt kein Thema. Dann sind wir da wieder im verbindenden Element, dass die Daunenjacke ist unser Bindeglied jetzt. Genau. Weil sie läuft, er rennt. Genau, nein, es ist nicht unbedingt notwendig, sich eine Laufhose für 200 Euro zu kaufen und eine Laufjacke für 500 Euro zu kaufen und was auch immer. Man kommt durchaus auch schon, wenn man einfach mal ein bisschen guckt, es gibt auch bei Discountern manchmal Laufklamotten, die durchaus erstmal okay sind. Weil auch das ist vielleicht kein schlechter Hinweis. Man muss auch erstmal gucken, macht mir das Laufen am Ende des Tages auch wirklich Spaß? Und es wäre ein Jammer, wenn ihr euch teure Laufklamotten angeeignet hättet und ihr merkt, es ist vielleicht doch nicht meine Sportart. Und wenn die Fitnessstudios wieder auf sind, dann kehre ich wieder ins Studio zurück. Also es gibt für relativ wenig Geld gute Laufhosen, es gibt auch gute Laufjacken und vielleicht ein gutes Laufshirt, dass man auch dann, wenn man die Erholungszeiten, die Frauen brauchen, einberechnet. Hallo? dass man dann auch waschen kann zwischendurch. Also ein Set reicht aber erstmal aus. Und es gibt auch Schuhe, die man im Discount kriegen kann, wo die reduziert sind oder so, die auch total in Ordnung sind. Also ich würde mal sagen, wenn man roundabout 200 Euro investiert, all in, das ist knapp, aber man kann es hinkriegen. Und das ist ein Versuch vielleicht auch wert. Mal abgesehen davon, dass es auch durchaus motiviert, wenn man Laufklamotten hat, die atmen können und wenn man nicht nach einem halben Kilometer ölt wie nichts Gutes, weil es einfach überhaupt nicht vorne und hinten nicht richtig passt und auch zu warm ist. Du weißt, dass Männer mehr Schweißdrüsen haben und deswegen schneller ölen als Frauen. Ist das so? Ja, wollte ich dir nur so by the way noch sagen. Aber nein. Ich schwitze nie. Du schwitzt nie. Nie. Nie, nie. Aber es ist richtig. Gute Laufklamotten motivieren auch. Also ich freue mich immer, wenn ich ein neues Laufshirt habe. Das ist so meine kleine Leidenschaft, Laufshirts. Ja. Wie viele hast du? Nicht so viele, wie du Schuhe hast. Wir reden von vielleicht 10. Elf. Ach, 10? Ja, so ungefähr. Die sind aber auch teilweise, also das eine ist sicher 15 Jahre alt. Und ja, ja. Verstehe. Also ich motiviere mich dann auch schon mal darüber, dass ich mir ein neues Lauf-T-Shirt kaufe. Man muss ja waschen und ein bisschen Vorrat haben. Mhm. Wir Frauen sind ja auch, und da sind wir sehr gut zu motivieren durch Belohnung. Und dieses Einkaufen von Laufklamotten ist ja eine Belohnung. Das ist auch in Untersuchungen festgestellt worden. Deswegen dieses, dass mir meine Krankenkasse sagt, wenn ich jetzt anfange zu laufen und diese sportmedizinische Untersuchung mache, kriege ich 10% Rabatt beim Sportartikler, ist eine Belohnung. Funktioniert super. Motiviert. Das kenne ich. Hilft dir sogar, wenn du deiner Frau 100 Euro gibst und sagst, jedes Mal, wenn ich laufen war, kriege ich von dir einen Euro, ist eine Belohnung, funktioniert. Oh,
Ich merke gerade, ich habe irgendwie läuferische Gene auch in mir. Nicht nur rennende Gene, sondern irgendwie auch, ja. Weil diese Belohnungsgeschichte kenne ich sehr gut. Die unterstütze ich auch sehr. In welcher Form? Ach, Laufschuhe zum Beispiel. Okay, das, 100, da könnte 100 ich mich, sind wir wieder. Also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mal wieder ein halbes Jahr gelaufen bin, könnte es passieren, dass ich sage, ah, guck mal, diese Laufschuhe sind schön, jetzt hast du die alten, aber auch so lange gelaufen ist, könntest du dir auch neue mal wieder besorgen. Aber nach einem halben Jahr ist ja auch okay, da könnte das Material ja auch ein bisschen erschöpfter sein schon. Wenn die Testschuhe nicht wären, die dann dazwischen nochmal auch ausprobiert werden müssen. Das aber ist, das wird dir ja aufgedrängt, dafür kannst du ja nichts. Total aufgedrängt und das ist auch wichtig, weil da entwickelt sich ja auch so schnell so viel bei Laufschuhen. Da werdet ihr auch hinkommen. Auch alle die, die im Moment noch mit einer Corona-Bumpe auf der Couch hängen, ihr werdet sehr schnell wahrscheinlich auch dazu kommen, dass ihr erfinderisch werdet und dass ihr auch ausprobiert und sagt, ach, guck mal, dieser Schuh, was kann der eigentlich so? Und warum ist das besser und warum ist jenes besser? Also man sneakt sich so rein in dieses ganze Laufthema. Wenn man da ist, dann werdet ihr zum Lebensläufer bestimmt, weil dann hat der schon diesen Automatismus in euch, was natürlich nicht nur mit Laufschuhen zu tun hat. Aber Spaß beiseite, die Corona-Wampe ist ja etwas, was medizinisch gesehen und wissenschaftlich gesehen auch nicht ungefährlich ist, oder? Nein, vor allem die Wampe. Also der Bauch ist das Problem. Wenn du es an den Hüften hast, ist es nicht schön, aber es ist nicht das Problem. Der Bauch ist richtig das Problem. Der wird mittlerweile als eigenes Organ angesehen, weil der Hormone aussendet, Botenstoffe, die Entzündungen im Körper hervorrufen, in den Organismus absetzt, ins Blut absetzt. Und das führt eben zu diesen klassischen Erkrankungen. Bluthochdruck, Blutfettwerte sind schlecht. Alles dieses, was man nicht haben möchte. Und das ist wirklich dieses Bauchfett, dieses klassische Bauchfett. Ich war kürzlich für eine Reportage zum allerersten Mal in meinem Leben in einem OP-Saal und habe bei der OP eines Mannes, der stark übergewichtig war und dessen Magen verkleinert wurde, damit er abnehmen kann. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Bauchfett von innen gesehen. Und wenn man das sieht, begreift man, wie sehr die Organe davon ummantelt werden. Da hast du eine Leber, die wirklich in Fett liegt. Und da weißt du, warum das ein Problem ist danach. Das sind so gelbe Pläschen, die quasi wirklich ein eigenes Gebilde sind und die diesen Körper dermaßen in einen Würgegriff nehmen. Und wenn dir das klar ist, dann achtest du sehr, sehr, sehr auf deinen Bauch danach. Okay. Wenn das eigene Organ ist, was ist, hat das ein, also du sagst ja auch eher mehr oder weniger ein eigenes Leben. Ist das etwas, wo man auch sehen würde, dass das wirklich auch angreift, dass das andere Organe angreift? Kann man das so bildlich beschreiben? Es ummantelt die, es verwächst mit Adern, es verwächst mit Gewebe. Das ist dann ganz klar, das übernimmt sehr das Kommando in deinem Bauch. Das ist erschreckend. Das fand ich, das hat dazu geführt bei mir, dass ich mir vorgenommen habe, sowas will ich in meinem Leben nie bei mir gefühlt haben. Da habe ich dann auch ein bisschen nochmal meine sportliche Leistung überdacht und ein bisschen mehr. Und auch meine Ernährung noch mal ein bisschen überdacht. Weil zum Beispiel die Leber, die da drin eingebettet ist, ganz viele haben mittlerweile nicht nur dieses Bauchfett, sondern auch unwissend eine Fettleber entwickelt, weil sie zu viel Süßigkeiten essen, zu viele Kohlenhydrate. Das wissen ganz viele nicht, dass sie das haben, das Problem. Und das ist so ein Komplex, der da entsteht. Die Wampe ist nur das äußere Signal, dass du ein inneres, großes, großes Problem hast. Und da ist jedes Kilo, jeder Zentimeter wichtig, der da weniger ist an Bauchumfang, unter dem du leichter auf der Waage bist. Krass. Und das Gute aber daran ist doch, dass die Wampe, so schnell wie sie gekommen ist, auch relativ schnell wieder geht, wenn man es richtig macht, richtig? Wenn man es richtig macht, wenn man die Snacks ein bisschen höher stellt und vielleicht nicht mehr immer zur Schokolade greift. Und wenn man dann dafür sorgt, dass der Körper einen höheren Grundumsatz hat, also mehr Kalorien verbrennt, indem man einfach Sport treibt, sich bewegt. Weil auch durch den Sport einfach so viel positive Dinge im Körper passieren. Das ist unglaublich. Es ist im Grunde, profitieren fast alle von Bewegung. Das Kardiosystem, also Herz-Kreislauf, startet regelrecht durch. Du hast, der systolische Blutdruck sinkt. Das ist also die Elastizität der Gefäßwände in den großen Arterien. Und das war vergleichbar, wenn man schaut, mit der Wirkung eines Bluthochdruckmedikaments. Also Menschen, die ihr Leben lang oder viele Jahre jetzt Bluthochdruckmedikamente nehmen, können, wenn sie Sport treiben, das Glück haben und davon profitieren, dass sie das nicht mehr müssen oder deutlich reduzieren können.
Und das sind doch auch Sachen, die jenseits des Gewichtes unglaublich wichtig sind. Oder wenn du ein angegriffenes, verengten Herzmuskulatur, koronare Herzerkrankung schon hast, die werden viel besser durchblutet. Der Körper bildet sogar eigene Bypässe für verstopfte Stellen. Und das bereits bei einer echt geringen, moderaten Belastung, 30 Minuten am Tag. Du hast danach 23,3 Stunden Zeit, faul zu sein. Wenn du dich 30 Minuten am Tag bewegst, angemessen, profitierst du schon so. Und das Schlimme ist, dass gab mal eine Statistik, ich weiß nicht, ob sie noch stimmt, dass der Deutsche sich pro Tag ca. 500 Meter nur bewegt. Was, wenn das tatsächlich immer noch stimmt, dramatisch ist, weil das würde natürlich auch erklären, dass die Deutschen zwangsläufig immer dicker werden müssen, wenn du dich so wenig bewegst. Und deshalb, ich glaube, es ist aber auch eine Chance. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eben das Bauchfett auch sehr schnell schmilzt bei ausreichender Bewegung und dass man, und das ist das, was du ja auch beschrieben hast, wissenschaftlich beschrieben hat. Jetzt komme ich mit als Renner und sage noch dazu, dass man ganz viele Dinge tatsächlich, die man erstmal gar nicht denken würde, dann auch noch verliert und eben nicht nur die Corona-Wampe, sondern man verliert tatsächlich einfach auch Lethargie zum Beispiel. Man verliert dieses ständige Müdesein oder das ständige Erschöpftsein, weil so eine Corona-Wampe auch wahnsinnig viel Energie zieht. Und weil sie wahnsinnig viel Energie auch braucht, weil sie auch schon eine relativ große Fläche hat, muss sie ja letztendlich auch gefüttert werden in Form von Energie, nicht nur in Form von Schokolade. Und die nimmt sie sich im Zweifel auch. Und das sorgt dafür, dass ihr mehr und mehr auch in so einen Bereich kommt, wo ihr euch auch, je mehr Wampe es wird, desto schlechter man sich auch fühlt. Das fällt dann auf, wenn man die ganzen Dinge mal reduziert, nicht nur die Wampe, sondern auch mal die Essgewohnheiten versucht zu verändern. Also Zucker weglassen zum Beispiel ist immer eine gute Idee, weil das Teufelszeug einfach wirklich überall drin ist. Es ist wirklich nahezu überall drin. Und ich bin zum Beispiel jetzt gerade auch wieder in so einer Phase, wo ich, also ich bin jetzt kein nicht mehr, ich war mal ein totaler Zuckerjunkie. Das bin ich viele Jahre nicht mehr. Aber ich habe jetzt auch wieder gemerkt, dass ich sicher auch durch diese Corona-Zeit, genauso wie du das sagst, es sind hier mal irgendwie jetzt auch wieder Ostereier, ne, zum Beispiel, oder es ist da mal wieder was und da, das ist sehr erreichbar. Oder aber auch, weil der tolle grüne Tee leckerer mit Agavendicksaft schmeckt, dann da geht es eben schon einfach los bei diesen Kleinigkeiten. Aber reduzierst du das oder lässt du es gar mal weg nahezu und reduzierst vielleicht auch mal Kohlehydrate, das heißt ja nicht, dass man plötzlich diese Low-Carb-Diäten machen muss. Aber das heißt, tatsächlich einfach auch ein Maß wiederzufinden und dazu gehört auch vielleicht auch ein gesundes Maß an Bewegung und verrückterweise vielleicht sogar des Laufens, was da im Körper passiert, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, das ist schon unwahrscheinlich. Auch bis dahin, dass du eine Eigenmotivation kriegst, die man schwer erklären kann, aber die man sofort spürt, wenn man einmal angefangen hat, zum Beispiel auch zu laufen. Und dieser Corona-Wampe entgegentritt und auch dieses geistige, mentale Bewusstsein, ich tue jetzt was für mich. Ich tue etwas gegen dieses Ding, das da unten rumhängt. Ich tue etwas für mich. Und erstmal im ersten Schritt will ich vielleicht einfach auch dieses Ding loswerden und ich will vielleicht auch fitter werden. Aber dann merkt man, glaube ich, es wird wahrscheinlich jedem so gehen, relativ zügig, was das dann auch mit einem macht. Das ist bei mir die Hauptmotivation, um laufen zu gehen. Es war gar nicht so sehr der Körper in irgendeiner Form. Okay, wenn ich keinen Bluthochdruck kriege, wenn ich älter wäre, ist irgendwie so ein Add-on. Aber das dauert, bis ich diese Belohnung bekomme. Wenn ich jetzt vom Laufen zurückkomme, fühle ich mich einfach gut im Kopf. Ich nehme Musik mit. Ich höre auch bewusst nichts, wo gesprochen wird. Ich nehme Musik mit. Und ich merke, und das ist ja auch wissenschaftlich belegt, wie mein Kopf abschaltet. Weil diese Gleichförmigkeit der Bewegung dafür sorgt, dass im Kopf, im Gehirn andere Bereiche aktiviert werden. Und das spüre ich. Diese bohrenden Gedanken, die man vielleicht vorher hatte, wenn man hier irgendwie saß und jetzt auch in dieser Isolation des Homeoffice manchmal so fixe Ideen hat, an denen man lange rumdenkt und es sich nicht bewegt und man nicht davonkommt damit. Und wenn man dann laufen geht, werden im Kopf ganz andere Kapazitäten plötzlich frei. Und dann werden ja auch noch Botenstoffe ausgeschüttet durch das Laufen, die auch dafür sorgen, diese Glückshormone, ob es das Runner's High gibt, ist ja bis heute nicht geklärt. Aber zumindest dieses gute Gefühl danach, das gibt es definitiv.
Und das ist für mich die Hauptmotivation zu laufen, weil ich dann weiß, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, wenn ich sage, okay, jetzt nehme ich mir diese Stunde für mich Zeit, ich ziehe die Schuhe an, heute scheint die Sonne in Hamburg, super. Eigentlich müsste ich jetzt vielleicht noch irgendwas texten, aber jetzt gehe ich diese Stunde laufen. Ich komme danach fröhlicher und produktiver wieder zurück. Mein Kopf ist im wahrsten Sinne frei und ich habe diese Zeit für mich und meinen Kopf richtig genutzt. Dass ich dabei dann noch den Rest gut mache, davon werde ich gesund bleiben, das ist wirklich nicht so unmittelbar spürbar und auch nicht so die Belohnung, die ich suche. Gesund bleiben ist ein Stichwort oder gesund werden noch ein größeres Stichwort, das wir jetzt auch kurz in einer kleinen Werbung besprechen. Alex, hast du schon mal gemacht? Bist du beim Wings for Life World Run schon mal mitgelaufen? Nein, ich habe es nie geschafft. Ich habe, als ich mal eingeladen war, lebte ich gerade in den USA und da passte es nicht. Ich habe immer drüber nachgedacht. Ich muss es dringend tun. Zwingend. Es ist ein ganz, ganz tolles Event, muss man ehrlich sagen. Es ist das Motto, das große Motto, Laufen für die, die nicht laufen können. Und unser Partner On ist auch offizieller Partner, nicht nur des Sternlauf-Podcasts, sondern auch offizieller Partner in Deutschland, also als Hauptsponsor des Wings for Life World Run. Einfach weil sie wie viele andere überzeugt davon sind, dass das Laufen verbindet und man gemeinsam noch mehr bewegen möchte. Und Kohle, die da reinkommt, jedes Jahr geht einfach auch 1:1 in die Rückenmarksforschung. Und On hat auch übrigens ein sehr großes Team On mit mehr als 1200 Läufern auf die Beine gestellt und sponsern über 25.000 Euro allein über dieses Team, da ca. 20 Euro pro Ticket abgegeben werden. Auch Florian Neuschwander, ganz verrückter Läufer, kennt ihr mit Sicherheit alle, wenn ihr regelmäßig lauft, der wird seine Titelverteidigung fest im Blick halten. Und ja, Wings for Life World Run ist deshalb einfach auch ein wunderbares Format, muss man sagen, weil es relativ einfach ist. Denn seit der Pandemie wird mit einer App gelaufen, aber es starten quasi weltweit alle Läuferinnen und Läufer gemeinsam zur gleichen Uhrzeit. Und dann folgt quasi das, was alle einholt, nämlich das Catcher-Car nach einiger Zeit. Und wird immer schneller und fährt hinter den Läufern her und holt sie irgendwann alle ein. Und das Schöne ist, dass eben die Rückenmarksforschung damit unterstützt wird und dass es wahnsinnig viele tolle Geschichten rund um den Wings for Life World Run gibt. Unter anderem meine Lieblingsgeschichte von Michi Kurz. Das ist ein Skifahrer, der gestürzt ist bei einer Abfahrt, in eine Art Schneewehe geraten ist. Und so übel gestürzt ist, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Und die Prognose war eben Querschnittslähmung. Und um die lange Geschichte kurz zu machen, er lag da im Krankenhaus und sagte zu sich selber, dass er auf gar keinen Fall ein Vater werden wolle oder sein wolle, der querschnittsgelähmt ist. Das könnte er seiner Frau und den Kindern nicht antun. Und hat dann gesehen, dass er mit viel Übung die Finger wieder bewegen konnte und dachte sich, wenn ich das schaffe, dann kann ich bestimmt irgendwann auch mal wieder gehen. Und krass ist, dass dieser Mann einige Jahre später einen Halbmarathon beim Wings for Life World Run gelaufen ist und dass das zweite Ziel, das er sich gesetzt hat, nämlich eines Tages diese Abfahrt, bei der er gestürzt ist, einmal zu Ende zu fahren, das hat er geschafft. Das konnte er. Und kannst mal sehen, dass es eben durch dass die Querschnittslähmung, gibt es ja verschiedene Arten, dass es zumindest möglich ist, und das ist bei ihm der Fall, doch irgendwann wieder laufen zu können. Eine krasse Geschichte, wie ich finde. Absolut. Deshalb macht euch so ein bisschen auf und unterstützt den World Run gerne und unterstützt auch unseren Partner On. Und euch selber. Ihr könnt den Try-On-Code Stern eingeben auf der Homepage von On, running.com, und könnt einen Schuh testen, den ihr euch ausgesucht habt, 30 Tage. Und das Schöne ist, dass ihr, wenn ihr den ausgiebig getestet habt, sowohl draußen als auch drin, wie auch immer ihr das Laufgefühl mal austesten wollt, wenn ihr zufrieden seid, behaltet ihr den Schuh. Wenn nicht, bekommt ihr einfach den Betrag erstattet. Und geht einfach mal auf die Seite www.on-running.com, Stern als Code eingeben, als Try-On-Code, und schon geht's los.
Ja, laufen können, Alex, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn wir von der Corona-Wampe sprechen, wie wäre es, wie wäre der Tipp der Läuferin, nicht der Rennerin, dann einen guten Einstieg zu finden? Also wenn man blutiger Anfänger oder blutige Anfängerin ist, ist der wichtigste Tipp, den man geben kann, lasst es langsam angehen. Weil das körperlich einfach so ist, du hast die Muskulatur nicht, dir fehlen die Sehnenbänder, die Knorpel in den Knien. Das ist alles nicht darauf vorbereitet, jetzt loszurennen. Da muss man wirklich einmal sagen, stopp. Gut, dass ihr den Plan habt, euch zu bewegen. Richtig, wichtig. Aber geht es bitte richtig und langsam an. Habt Demut. Es geht nicht in 14 Tagen, das Kardiosystem mag das Herz mag das mitmachen, aber der Rest des Körpers nicht. Und wenn man das zu schnell macht, dann verletzt man sich oder man hat Überlastungsprobleme oder es macht auch gar keinen, es tut einfach weh, es macht keinen Spaß. Deswegen ist eigentlich für jeden, der jetzt lange keinen Sport gemacht hat und sagt, jetzt ist der Moment, es wieder zu tun, erstmal zu sagen, okay, zieht euch die Laufschuhe an von mir aus, wenn ihr sie schon habt oder was kauft euch welche und geht spazieren oder geht wandern, einfach gemäßigten Tempos, aber schon so, dass der Blutdruck ein bisschen, der Puls ein bisschen steigt, dass man also den Herzschlag ein bisschen deutlicher spürt und macht das und achtet darauf, wenn man das so ein bisschen Richtwert haben möchte, man braucht auch noch keine Uhr, auch das ist noch nicht notwendig zu diesem Zeitpunkt. Naja. Ja, ich weiß, aber es lenkt vielleicht noch zu sehr ab. Ja. Das ist der Rat einer Frau, der Mann sieht es vielleicht anders. Wenn man darauf achtet, dass man noch sich mit Haupt- und Nebensatz unterhalten kann, ohne zu stocken, dann ist man im richtigen Belastungsbereich unterwegs. Das macht man dann mal 4-6 Wochen. Und dann gewöhnen sich, dann bildet man Muskulatur aus, die langsam die Möglichkeit gibt, Sport zu treiben. Weil wenn man das nicht macht, im schlimmsten Fall, hatte ich schon im ersten Podcast mal kurz beschrieben, hat man eine Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur, die einfach nicht dafür gemacht ist, zu laufen. Und dann donnern die Gelenke ungebremst aufeinander, wenn man dann trotzdem losläuft. Wenn man das mal 6 Wochen durchhält und auch aushält, dass Leute an einem vorbeilaufen, hat man schon viel gewonnen. Dann der nächste Schritt ist ganz, ganz klassisch, 6 Wochen lang zu sagen, ich laufe mal 1 Minute richtig schneller. Und dann eben so lange, bis mein Puls wieder runter ist, langsamer. Und das mache ich 4-5 Mal hintereinander. Und so steigere ich mich jede 4-6 Wochen ein Stückchen. Und irgendwann laufe ich 5 Minuten am Stück. Dann laufe ich 10 Minuten, 20 Minuten. Und das ist ein super Einstieg und ein gesunder Einstieg ins Laufen. Weil wenn man es richtig macht, ist Laufen eine echte Medizin. Wenn das ein Medikament wäre, wäre die Milliarden wert. Ja. Also, was soll ich sagen? Jetzt bist du fast sprachlos. Jetzt bin ich fast sprachlos, weil ich natürlich das ganz anders sehe. Kauft euch zumindest erstmal eine Uhr. Nein, ohne Quatsch. Also tatsächlich ist es so, dass der Renner unter uns beiden sagt, ich finde sie deshalb wichtig, weil es geht so ein bisschen in die Richtung, nur von der anderen Seite eben, von der du kommst. Weil ich glaube einfach, dass tatsächlich, und das ist ja nun wirklich total bewiesen, da könnt ihr googeln, bis euch die Finger bluten, dass fast alle zu schnell loslaufen. Also das heißt, ihr solltet schon auch gucken, dass euer Puls in einem Bereich ist, den ihr im Idealfall über eine Atemgasanalyse vorher habt analysieren lassen. Das heißt, euren idealen Frequenzbereich dann auch habt. Denn auch das ist nochmal ein Märchen, so nach dem Motto, lauft nicht über 130 Puls. Also jeder Puls ist verrückterweise so individuell wie der Mensch selber. Und dementsprechend lasst euch nicht irritieren. Auch das steht leider auch viel zu oft irgendwo geschrieben als so eine Marke, die unbedingt sein muss. Das ist Unsinn. Ich plädiere deshalb zu einer Uhr, wenn ihr diese Atemgasanalyse habt machen lassen, einfach deshalb, weil ihr somit eine Kontrolle gerade am Anfang habt, um zu sehen, laufe ich nicht wirklich doch zu schnell. Denn das ist zum Beispiel einfach was, zu schnell laufen ist nicht nur für die Knochen doof und für die Muskeln doof, sondern es demotiviert vor allen Dingen auch. Es ist eben der psychische Effekt und Alexandra hat das gesagt, gerade wäre es ein Medikament, wäre es Milliarden wert und zwar nicht nur deshalb, weil es körperlich hilft, sondern weil es auch seelisch hilft. Das wird bestimmt auch nochmal eine Folge sein, eine extra Folge sein, denn ja, auch das steht überall geschrieben, es macht auch was mit dem Kopf, es macht einen freien Kopf. Also was man damit sagen will, ist, dass es tatsächlich auch eingesetzt wird, dass Laufen heute auch anerkannt ist als Therapieform gegen Depressionen. Langes, schweres Thema, das wir bestimmt nochmal beleuchten werden. Aber die Pulsuhr ist tatsächlich etwas, was der Corona-Wampe vor allen Dingen gut tut, denn ihr lauft somit dann auch
in einem oder könnt besser sehen, auch beweisbar sehen, in welchem Frequenzbereich ihr lauft, um auch Fett zu verbrennen. Und da wage ich zu bezweifeln, dass auch jede Frau genau spürt, wo ihr Frequenzbereich ist, in dem sie gerade Fett verbrennt. Da bin ich mir nicht so sicher. Also selbst, also ich, wo ich jetzt renne, weiß, je schneller du rennst, desto mehr Fett verbrennst du. Aber das hat ganz andere Gründe. Aber wir Frauen verbrennen ja schon wieder ganz anders Fett als ihr Männer. Und wir haben es auch an ganz anderen Stellen als ihr Männer. Aber du hast natürlich recht, wenn einer Spaß daran hat und Lust drauf hat und sich dadurch motiviert fühlt, kauft euch eine Uhr. Und natürlich, wenn jemand keine Sporterfahrung hat, selber weiß und fühlt, Bauchgefühl, wo ist der Bereich, wo ich mich fordere und wo was passiert, dann ist eine Uhr total in Ordnung. Ich will das keinem verbieten. Ich finde es nur immer sehr lustig. Ich habe zahlreiche Läuferinnen getroffen, die so in diesem Freizeitbereich mit relativ sportlichen Männern unterwegs waren. Und die haben alle von ihren Männern zum 50. Geburtstag diese monströsen Sportuhren geschenkt bekommen. Oh, keine Frau wäre von alleine drauf gekommen, sich diese Uhr zu kaufen. Und dann saßen die teilweise da und hatten diese großen Uhren, immer schön in Rot, weil die Frau braucht ja die Leuchtfarbe. Natürlich, oder in Pink. Es gibt sie auch in schönen Pink. Okay, mittlerweile auch in Pink vor mir und sagten, jetzt habe ich die Uhr. Was die alles kann. Ja. Also vielleicht ein Basismodell für diesen Einstieg würde schon reichen. Es muss nicht die große pinke, rosa Uhr sein. Aber wem es Spaß macht und wen es motiviert macht, es schadet sicher nicht. Wenn man sich zumindest, und da sind wir wieder beim Gehirn und der Wirkung des Laufens aufs Gehirn, wenn ich dann laufen gehe und die ganze Zeit auf die Uhr gucke, dann habe ich aber auch keine Erholung. Das muss man ein bisschen austarieren. Und das wird sich dann auch einruckeln, denke ich mal, dass man wirklich dann auch bei sich und bei seinem Kopf bleibt. Weil wie du sagst, das ist fürs Gehirn so unglaublich gut und wichtig. Es ist, glaube ich, in Untersuchungen belegt worden, dass es so gut ist wie eine medikamentöse Behandlung gegen Depressionen. Und langfristiger, weil so diese medikamentiven Behandlungen bei Depressionen und psychischen Störungen lassen ja in der Wirkung nach mit der Zeit. Also das ist ja das große, große Problem. Und da ist Sport und regelmäßige Bewegung ein wichtiger Therapiefaktor. Mittlerweile gibt es Kliniken, die ihren Patienten quasi, die mit diesen Problemen kommen, gleich zu Beginn ein Sportprogramm geben, bevor sie ihnen irgendein Medikament geben. Also das darf man nicht unterschätzen, welche Wirkungskraft da drin steckt. Weil wir das Stichwort Fett hatten, es ist in der Tat so, ihr Männer baut das Fett am Bauch auf hauptsächlich. Wir an den Hüften, wir Frauen, weil es wieder die Uhrzeit hat zugeschlagen und unsere Gene dafür wichtig ist, um eine Schwangerschaft zu sichern. Und an den Hüften ist dieses Fett ungleich schwerer abzubauen als am Bauch. Am Bauch geht es wirklich leichter weg, dieser Effekt, dass Männer sagen, ach, ich nehme leichter ab als eine Frau. Stimmt, das ist so. Und das macht uns das Leben als Frau manchmal ein bisschen schwerer und unsere Zuckerspeicher sind ein bisschen kleiner als eure. Also es ist hochkomplex. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Aber interessant. Aber total interessant. Also das heißt, Zuckerspeicher kleiner als eurer bedeutet in der Verlängerung was? In der Verlängerung zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, was gerade in der Ernährung passiert, Intervallfasten ist ein Thema. Dass ihr Männer müsst 16 Stunden Intervallfasten, um diesen Effekt zu haben, diesen positiven Effekt auf den Körper. Wir Frauen reichen schon 14 Stunden. Dann wird nämlich schon sind unsere Zuckerspeicher in der Leber zum Beispiel aufgebraucht und dann haben wir schon die positiven Effekte. Und das merkt man dann auch in solchen Dingen beim Laufen zum Beispiel. Männer sagen ganz oft, ich kann ohne Frühstück laufen. Wenn ich ohne Frühstück laufen gehe, dann komme ich exakt bis zur dritten Ecke hier. Und dann brennt es irgendwie in den Muskeln und tut mir weh und ist ganz furchtbar. Und ich mag es überhaupt nicht. Ich habe am nächsten Tag auch alle Schmerzen, die man haben kann, weil meine Zuckerspeicher anders sind und anders angesprochen werden als die eines Mannes. Thema Ernährung oder Intervallfasten, gerade du hast es jetzt angesprochen. Ist das in der Addition eine gute Idee, deiner Meinung nach, wenn man die Corona-Wampe verlieren will? Oder ist es erstmal ausreichend, vielleicht bevor du dann zeitgleich auch noch zu einer Diät greifst, erstmal nur mit dem Laufen zu starten? Naja, Intervallfasten ist ja in dem Sinne keine Diät, es ist ja nur der Entzug für eine gewisse Zeit und das macht es ja das Positive, dass man einfach eine Nahrungsaufnahme am Tag auslässt, einmal das Frühstück irgendwie länger abends zuletzt isst und am nächsten Morgen das Frühstück auslässt und dann beim Mittagessen wieder ansetzt und dass man das nicht über eine lange Phase macht, sondern eben mal einen Tag oder zwei pro Woche. Das ist nicht wie eine Diät, die den Körper auf Entzug setzt, auf Kalorienentzug, dauerhaft und massiv. Und Intervallfasten löst einfach auch durch diesen leichten Stress, den es auslöst im Körper, relativ viele positive Vorgänge aus, überraschenderweise. Warum das so ist, wird gerade noch erforscht und wie das genau wirkt auch. Gewichtsabnahme ist ein schöner Nebeneffekt, aber man profitiert gesundheitlich.
Mein Gefühl ist für mich, ich kann nicht an den Tagen, wo ich Intervall faste, könnte ich nicht laufen gehen. Das wäre jetzt irgendwie kontraproduktiv. Dann breche ich auf der Hälfte der Strecke zusammen und habe keine Reserven, auf die ich zurückgreifen kann. Das muss man schon ein bisschen takten. Aber auch da muss man persönlich, glaube ich, entscheiden, wie viel Stress will ich mir eigentlich machen? Ist das Training schon Stress genug und dass ich diese neue Herausforderung jetzt in meinen Alltag integrieren möchte und muss ich da jetzt noch was draufsetzen? Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Also ich kann viel schneller rennen, wenn ich nichts gegessen habe morgens. Das ist wirklich der Unterschied. Siehst du, ich esse ein Müsli mit Apfel und eine richtige Schale voll und laufe los. Ja. Ja. Das könnte ich nicht. Da würde ich 3 Kilometer kommen und dann würde ich mich des Ganzen wieder entledigen müssen. Siehst du? Weil ich einfach, auch wenn ich irgendwas im Magen habe und ich laufe los, dann habe ich immer das Gefühl, ich schleppe tatsächlich eine Corona-Wampe mit mir rum. Ja, jetzt wirst du kommen und du wirst sagen, ja, entweder du rennst zu schnell oder aber vielleicht reicht eine kleine Schale oder auch eine ordentliche aus und nicht 2. Fair, kann ich verstehen. Aber es ist natürlich wirklich, es ist so eine Empfindungssache. Und das ist, glaube ich, auch was dann jeder für sich selbst entscheiden muss. Ich glaube nur, dass tatsächlich wirklich ein guter Rat sein kann, das einfach auch mal auszuprobieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite schlicht und ergreifend auch, na, also ich bin immer jemand, der sagt, wenn du dem Körper erstmal über längere Zeit nur entziehst, wird der Körper da erstens rebellieren. Zweitens ist das auch für mein Dafürhalten der erste Schritt in Richtung Jojo-Effekt. Denn er wird sich das natürlich ein Vielfaches zurückholen, was du ihm entzogen hast, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst und ihm dann plötzlich die Möglichkeit gibst, das wieder aufzunehmen. Da wird es wahrscheinlich auch eine wissenschaftliche Bestätigung zu geben, oder? Meine These dazu ist, und die ist wissenschaftlich belegt, dass Diäten großer Quatsch sind, aber weil eben dieser Moment des Entzugs stattfindet und der Körper dann eben auf Sparflamme stellt und das dann diesen Jojo-Effekt auf Sicht erzeugt, weil irgendwann muss man ja wieder normal essen, genau. Weil man kann nicht von diesen reduzierten Kalorien leben. Das ist ja der Reiz eben an diesem Intervallfasten, dass du nur diese eine Mahlzeit am Tag auslässt, aber eben nur einmal vielleicht in der Woche. Das offensichtlich diese positiven Effekte auslöst, ohne diesen großen Entzug zu haben. Und du kannst ja danach so viel essen, wie du willst. Also das ist dann völlig egal. Erstaunlicherweise essen die Leute dann aber nicht mehr, als sie normalerweise essen im Durchschnitt. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist vielleicht auch, wenn es um die Corona-Wampe geht, macht euch nicht so wahnsinnig verrückt, sondern schaut irgendwie, dass ihr das langsam wieder hinkriegt. Ich glaube einfach auch, und wir müssen vielleicht auch in dem Podcast immer mal wieder sagen, dass es ja darum geht, sich besser zu fühlen und gesünder zu sein und nicht darum, jetzt einem Ideal hinterher zu rennen mit dem perfekten Body Mass Index, mit den perfekten Körperfettwerten oder aber auch bei Männern übrigens. Spannendes Thema Magersucht bei Männern und das Laufen. Da gibt es eine sehr direkte, sehr enge Verknüpfung eigentlich dieser beiden Themenbereiche, die krass sind und wo ich ja fast forschungsmäßig schon eine lange Zeit mal unterwegs war. Nicht, weil es mich selbst betroffen hat, aber weil es mich interessiert hat und sehr davor gewarnt worden bin von sogenannten Laufexperten, da zu tief einzusteigen. Übrigens auch im Leistungssport ein ganz brisantes Thema. Viele gerade Leistungssportlerinnen und Sportler, die dann eher rennen als laufen übrigens, sind davon betroffen. Und es soll ja nicht darum gehen, dass ihr genau diese Körperfiguren erreicht, die euch dann immer wieder suggeriert werden auf irgendwelchen Hochglanzmagazinen, sondern dass ihr euch wohler fühlt und dass ihr gesund und dass ihr sinnvoll dahin kommt, dass ihr die Corona-Wampe vielleicht mehr und mehr verliert. Und ich glaube, da ist der Faktor Zeit auch ein wichtiger, oder? Der Faktor Zeit ist groß und wichtig und der, was du sagst, ist auch wichtig. Der Schluss, schlank ist gesund, ist falsch. Also wenn jemand dünn ist, heißt das nicht, dass der gesund ist oder sie. Das heißt, dass sein Fett kann genauso im Bauch angesetzt sein. Du siehst es nur außen nicht. Der kann oder die kann ein Fettpolster wirklich richtig im Bauch haben. Die Leber kann eine Fettleber sein, weil die Ernährung eben trotzdem schlecht ist und der Bewegungsdefizit vorhanden ist. Und das muss man wissen, weil du musst keinem Ideal hinterherhetzen, so auszusehen. Das ist Quatsch. Es ist sogar so, dass die Mortalität bei leichtem, mäßigem Übergewicht geringer ist als bei den Superschlanken. Also kann man fast sagen, ein bisschen Polster ist nicht ganz ungesund, sondern vielleicht sogar positiv. Da muss man noch ein bisschen abwarten, bis das genauer belegt ist. Aber so die Tendenz.
Es geht wirklich darum, ein gutes Maß für sich zu finden. Eine gute Ernährung kombiniert mit guter Bewegung. Das ist das Wichtige. Und was du vorhin angestoßen hast, das Thema Zucker, wo das überall drin ist, ist dabei eine von zentraler Bedeutung, wie viel Zucker wir so im Laufe des Tages zu uns nehmen. Ich habe da auch irgendwann mal Bilanz nach dieser Operation, die ich beobachtet habe, für mich gezogen und habe mal mein Müsli damals, mein Bircher Müsli angeschaut. Da waren 35 Gramm Zucker drin und 100 Gramm Müsli, wie ich festgestellt habe. Wow. Und damit hatte ich schon am Morgen nach dem Frühstück im Grunde meine Tagesdosis an, empfohlene Tagesdosis an Zucker deutlich überschritten von der WHO. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, ich guck mal, was habe ich eigentlich so gegessen? Toffifees und dieses alles, was da so im Laufe des Tages kam. Ich hatte kein Übergewicht und da sind wir genau an dem Punkt wieder. Das war okay. Aber ich habe es dann an Blutwerten gesehen, wo ich so dachte, ah, da bewegt sich gerade was. Trotz Sport wird es jetzt nicht besser, sondern die Tendenz ist eher ins Schlechtere. Noch nicht ganz problematisch, aber es war erkennbar. Und da habe ich mich entschieden, jetzt lassen wir das mal mit dem Zucker. Und zwar radikal, von einem Tag auf den anderen. Ich gönne mir einen sogenannten Cheat Day pro Woche, wo ich dann nochmal Zucker esse. Aber sonst versuche ich es so weit wie möglich zu vermeiden. Und das hat dazu geführt, dass ich an Bauchumfang im vergangenen Jahr 6 Zentimeter verloren habe. Oh. Das ist richtig viel. Obwohl ich nicht dick war. Also ich habe das einfach so, das war wie so ein Anzug, der nochmal über mir drüber war und an mir dranhing. Und ganz viele Verbesserungen. Ich habe mich fitter gefühlt, wacher. Ich konnte besser laufen nach mehreren Wochen. Es war wie so eine Entgiftung. Und wenn man dann wirklich anfängt, das hast du ja auch gesagt, darauf zu achten, wo ist überall dieses Zeug drinne? Das ist in Sauerkraut. Du kaufst Sauerkraut und da ist Zucker drin in Form von so einem Sirup. Nur damit wir angetriggert werden und unser Gehirn darauf anspringt, dass da Zucker drin ist und wir es deswegen lieber mögen. Das ist eigentlich ganz, ganz schlimm und eigentlich ein Verbrechen, das da stattfindet, wenn man es ganz böse zuspitzt. Ja, es ist eine Droge. Also man könnte es auch wirklich unter Drogen anordnen und es ist ja auch eine Form von, man wird dran gehalten, auch diese Produkte weiterhin zu kaufen. Da hängt eine ganze Industrie hinten dran, die davon abhängig ist und die auch gerne damit Geld verdient. Hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern ist relativ gut nachweisbar. Und ich merke das tatsächlich ja zum Beispiel auch jetzt gerade wieder, mir ist es ähnlich aufgefallen, auch bei den Müslis. Und bin wieder dazu übergegangen, jetzt übrigens auch erst seit ein paar Tagen wieder tatsächlich einfach nur Haferflocken zu nehmen, viel Obst reinzumachen, eine Hafermilch zu nehmen, keine Tiermilch. Und mit Honig zu süßen. So. Und dann, somit hast du im Grunde genommen, ist auch die Frage, was für ein Zucker letztendlich. Genau. Ja. Und somit hast du eigentlich auch du hast ein ganz anderes Körpergefühl, sehr, sehr schnell. Und ich merke es sehr direkt an den Gelenken übrigens. Mir tun die Gelenke weh, wenn ich zu viel Zucker esse. Und also weh im Sinne von, es ist aushaltbar, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie durch die Gegend humpel, aber es ist spürbar. Und ich glaube, diese kleinen Stellschrauben, die sind letztendlich auch auf der einen Seite sind sie ein Turbo der Corona-Wampe, wir sind beim Thema und du hast ja völlig recht, da kannst du laufen, wie du willst. Also es heißt auch nicht, dass du unbedingt jetzt dick sein musst, auch wenn jemand eine kleine Wampe hat. Leute, also worüber reden wir? Wir reden jetzt nicht darüber, dass jetzt irgendwie mal so ein bisschen Fett zu viel am Bauch ist, sondern wir reden eben wirklich von der Wampe. Und das, was du sagst, finde ich völlig richtig und auch wichtig, dass es eben ja nicht darum geht, dass wir jetzt einem Idealkörperbild hinterher hecheln, sondern einfach vielleicht wirklich mal gucken, was ist mit den Blutwerten los. Und auch wenn du Sport machst, heißt das nicht, dass deine Werte total okay sein müssen. Das ist interessant, dass du die Erfahrung von deinen Gelenken gemacht hast. Ich habe in den 15 Jahren, in denen ich laufe, noch keine Laufverletzung gehabt. Bis vor ungefähr 1,5 Jahren, als ich diese Erkenntnis dann mit meinen Blutwerten hatte, hatte ich über Monate Probleme mit der Ferse. Und ich habe das immer aufs Laufen geschoben. Dachte, das ist irgendwie, das wurde geröntgt, da wurden die dollsten Dinger gemacht. Der eine wollte mir den Nerv reimplantieren, der andere wollte ihn quasi veröden, keine Ahnung. Also der dritte sagte, du brauchst nie wieder zu laufen, du bist dafür nicht gemacht. Das habe ich alles nicht so akzeptieren wollen, weil da bin ich stur. Also dafür tut es mir zu gut, das will ich nicht aufgeben. Und hatte dann diesen Blutbefund und habe dann meine Ärztin gefragt, die selber Läuferin ist, und sagte so, Mensch, kann das eigentlich auch daran liegen, dass meine Blutfette jetzt so ein bisschen schwierig sind oder sich langsam verschlechtern, weil das Blut läuft ja und die Körperflüssigkeiten bewegen sich ja und durchbluten eben diese Stellen. Und kann das daran liegen, kann sich das ändern, wenn ich anfange, keinen Zucker mehr zu essen? Einfach mal als Probeweise. Und dann sagte sie, kann sich das gut vorstellen, dass das so ist, weil eben Zucker diese Probleme hat, die es hat und auch diese Abhängigkeiten erzeugt und im Körper eben Reaktionen auslöst. Probier's doch einfach mal. Und ich habe das gemacht und 4 Wochen später war das weg.
Ich habe es nie wieder gehabt, das Problem. Und das, wo du läufst und ich renne. Genau. Es war dann doch keine Laufverletzung, es war eine Essensverletzung. Tja, so einfach kann es manchmal sein. Das hat nicht immer nur damit zu tun, dass man es übertreibt oder dass man rennt oder dass man läuft, sondern das kann auch ganz andere Gründe haben. Und das macht das ja so spannend am Ende des Themas. Abschließend aber noch zum Thema Laufpumpe. Würdest du sagen, dass es eine, ja, wie soll ich sagen, du hast vorhin vom Intervallfasten gesprochen und das fand ich interessant, den Aspekt, weil du gesagt hast, einmal pro Woche oder zweimal pro Woche würde es schon reichen, um tatsächlich eine Veränderung zu spüren. Wie siehst du es beim Laufen unter Corona-Wampe? Könnte es eine gute Idee sein, zu sagen, ich mache 2 Tage Intervallfasten und ich laufe 2-mal die Woche? Reicht das aus? Das reicht aus. Es reicht auch einmal die Woche Intervallfasten aus. Du musst es nicht gleich 2-mal machen. Das würde total ausreichen. Absolut. Weil es diese positiven Effekte, beides löst positive Effekte im Körper aus, die entzündungshemmend sind, genau diese Vorgänge bremsen, die wir nicht haben möchten, die dem Körper, und das ist der große, große Vorteil von Intervallfasten, früher, wieder bei Urzeiten, ich komme gerne darauf zurück, auf unsere Gene dann damals, war es ja so, dass wir große Esspausen hatten, weil es eben nichts verfügbar war, weil der Mann nichts gefangen hat, die Frau nichts gefunden hat, wie auch immer, es führte dazu, dass wir Esspausen haben. Das haben wir heute gar nicht mehr. Der Supermarkt 24/7, der ist ja auch durch selbst in den Corona-Zeiten immer offen, Osterruhe ist ausgefallen. Also du kannst immer einkaufen gehen und du kannst, die Schränke sind voll, unser Kühlschrank auch. Aber die Essenspausen tun uns so verdammt gut, weil dann die Zellen die Möglichkeit haben, mal aufzuräumen. Da Eiweiße, Proteine und Sachen, die sich angelagert haben, richtig wie die kleine Müllabfuhr geht da durch. Die bauen auch mal Zellen ab, die kaputt sind, die beschädigt sind. Für diese Erkenntnis hat ein Japaner vor nicht allzu langer Zeit den Medizin-Nobelpreis bekommen, für diese Möglichkeit der Regeneration. Und wenn wir immer wieder Essen draufpacken, dann kann der Körper das nicht. Dann altern bedeutet das, dann altern wir schneller. Also so, das ist der große positive Effekt offensichtlich, der hinter Intervallfasten auch steckt. Also vielleicht die Kombination aus beiden kann eine gute Idee sein, aber finde das vielleicht einfach heraus. Das ist, glaube ich, das, was man wirklich jedem raten kann. Aber setzt euch in Bewegung. Und ich glaube, wir haben jetzt in dieser Folge einige vielleicht ganz okay Tipps gegeben, wie ihr den Einstieg finden könntet, wie ihr aber auch, bevor ihr überhaupt loslauft, mal das eine oder andere überdenkt in eurer Verhaltensweise und auch mal checken lasst, schlicht und ergreifend, wie fit ihr wirklich seid, um eine gute Grundlage zu haben. Und ich glaube, diese Grundlage, das ist vielleicht das, eine gute Grundlage zu haben, ist für alles gut. Das ist ganz egal, was wir machen, ob das Job ist oder ob das Hobbys sind oder keine Ahnung. Ich glaube, erstmal zu wissen, was man da tut und eine Grundlage zu entwickeln, um darauf aufbauen zu können, das ist vielleicht immer eine ganz gute Idee. Und danke dafür, dass du für diese Folge auch mal so ein paar Sachen erklärt hast, die schon fast in den medizinischen Bereich gehen, Abläufe, was der Körper so macht. Ja, ist ja so. Denn das ist, glaube ich, auch was ja mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, vor einigen Jahren ein anderes Verständnis auch fürs Laufen zu kriegen, weil einfach, du kannst das Laufen ja nicht vom Körper abtrennen und zu verstehen, was da so passiert und auch in den Abläufen und nicht einfach nur zu wissen, ja gut, also wenn ich mehr Kalorien verbrenne, als ich esse, dann nehme ich schon ab. Das wäre dann doch ein bisschen zu kurz gedacht und vielleicht auch zu einfach. Deshalb cool, dass wir da jetzt ein paar Erkenntnisse mehr haben. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank dafür erstmal für heute und ich freue mich auf die nächste Folge, wie das letzte Mal auch. Ich freue mich auch und danke für das schöne Gespräch. Wir haben uns da, glaube ich, ganz gut unterhalten drüber. Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleiss. Diese Folge wurde präsentiert von On. Performance-Laufschuhe aus der Schweiz. Weiche Landung, explosiver Abstoß.